Hallo, herzlich willkommen zur allerersten Folge meines Let's Play Path of Exile. Path of Exile ist ein MMO mit isometrischer Ansicht, also Diablo-Style-like. Ich habe hier zwei Charaktere, den einen habe ich schon ein bisschen gespielt, weswegen ich euch den nicht zeigen werde, sondern ich werde hier den Kubaner nehmen. Den habe ich tatsächlich nur durch das Tutorial gebracht und er ist sozusagen in der ersten Stadt Hexe. Und ja, die anderen drei kann ich euch dann ein andermal zeigen. Nein, ich zeige sie euch dann bestimmt ein andermal. Da gibt es dann Entdecken. Die ich auch noch. Löwenauges Wacht, so heißt die erste Stadt. Und hier befinden wir uns. Ja, da befinden wir uns jetzt auch. Laufen geht mit der Maus, also gar nicht WASD. Die Truhe teilt man sich mit allen Figuren auf dem Account, weswegen hier natürlich schon ein bisschen was drin liegt. Wenn es dann irgendwann mal lädt. Heute ist irgendwie meine Internetverbindung irgendwie ganz furchtbar. Aber fangen wir mal mit dem Fertigkeitenbaum an. Also, hier ist der Duellant. Sehr schön zu sehen. Das ist im Prinzip sozusagen, sind das die Charakterwerte, die man da so hat. Und hier ist der Skilltree. Und ich zoome jetzt mal ein bisschen nach draußen. Das ist also der Skilltree mehr oder minder vom Duellanten. Und hier von all den anderen Charakterklassen, derer gibt es, wie ihr gesehen habt, 6. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das in der Mitte ist, was auch immer. Da kommen wir jetzt aber noch nicht hin. So, interessant ist auch, es gibt dann sogenannte Juwelenfassungen. Da muss man dann diesen ganzen Kringel sozusagen mehr oder minder frei spielen. Ich gucke mal, ob es das auch in den Charakterklassen selbst gibt. Und diese Juwelen bekommt man auch später, früher oder später mal. Ich habe jetzt die Wahl zwischen physischem Angriff und Leben erhöhen. Oder, und das ist das zweite, denn mehr habe ich ja noch nicht zur Auswahl, die Angriffsgeschwindigkeit und die Genauigkeit. Ich entscheide mich erstmal für mehr Schaden und ein bisschen mehr Leben. Und das war's schon und ich muss dann bloß noch die Punkte annehmen. Es gibt später auch Korrekturpunkte zu verdienen. Diese Korrekturpunkte kann man dazu nutzen, um tatsächlich einen Punkt woanders hinzubringen, wo man ihn vorher nicht hatte. Vielleicht zu Path of Exile selbst. Es ist kostenlos spielbar, beispielsweise über Steam. Mit einem Account, den man sich entsprechend anlegen muss. Aber es gibt natürlich, und die wollen ja auch was verdienen, das ist ja auch verständlich, es gibt natürlich auch Mikrotransaktionen, die man dann machen kann. Das sind Charaktereffekte, sind Deko-Dinge, Gilde, Begleiter-Effekte, irgendwelche Art Rüstungseffekte, Waffenfertig-Effekte. Also es ist überwiegend tatsächlich Effektzeug, also sehr, sehr wenig anderes. Ein bisschen wenig als deswegen, weil es gibt natürlich Erweiterungen für den Truhenplatz und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, oder ein Kartentruhenfach und was es da so alles gibt, ein Fragmenttruhenfach, wo man die Fragmente aufbewahren kann. Das ist also das, was tatsächlich vielleicht spannend sein könnte, sich irgendwann mal zu kaufen. Hier seht ihr ja so ein, zum Beispiel ein Paket Truhenfächer kostet 150. Man kann ja mal, ich weiß tatsächlich nicht, was die Münzen eigentlich kosten. Punkte kaufen. Okay, geht gerade nicht. Naja, dann kann ich es euch leider auch nicht sagen. Das sind die verschiedenen Auftraggeber. Ich gehe jetzt aber nochmal in die Truhe und hole mir natürlich, weil ich ja auch andere Charaktere hatte. Ach, das ist Stufe 6. Der ist ja Stufe 2. Also komm, wir gehen raus. Vielleicht vorneweg noch, es gibt dann so eine Art Reisesystem, das geschaltet sich über diese Wegpunkte. Hier ist das Tutorialgebiet. Wie ihr seht, man kann da nicht hinreisen, weil es eben keinen Wegpunkt gibt. Und das sind die, das ist das nächste, was man erreichen kann, ist dieses hier. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Wegpunkt gibt. Ich glaube aber, da gab es einen. Am Ende, nee, ich glaube, da gab es keinen. Erst danach. Die Küste, das ist sozusagen das erste Gebiet, in dem es, naja, zur Sache geht, will ich jetzt auch nicht sagen, aber in dem man sich vielleicht schon ein bisschen mehr anstrengen muss. Und es dann mal lädt, heute ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Wie ihr hört, Sprache in Englisch, leider, aber die Texte sind zumindest übersetzt. Sehr interessant ist vielleicht die Karte hier oben, das ist die Minimap.
Ihr seht diese hellblaue Linie hier und die wird tatsächlich, das ist sozusagen, was ich erkundet habe. Sobald es dann eine scharfkantige, also die ist ja so ein bisschen mehr verwaschen, und sobald es diese helle weiße Linie wird, das sind dann tatsächlich die Ecken, wo ich dann auch nicht drüber komme. Wie ihr seht, der Charakter läuft an der Linie entlang, aber ich komme nicht drüber. Tore werden angezeigt, wie ihr es gesehen habt, sobald ich weiter weggehe mit so einem Pfeil, bis zu einem gewissen Level. Sup. Man sollte natürlich nicht im Feuer stehen bleiben. Oh, das wird jetzt schon eng. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen kämpfen. Oh yeah. Da habe ich mir zu viel vorgenommen. Vor lauter Quatschen. Diese Bogenschützen, das sind die, die mich eigentlich wirklich nerven. Die Tränke füllen sich nach und nach wieder auf, wie ihr es gesehen habt. Das ist also nicht so dramatisch, allerdings, wie schon gesagt, nach und nach. Es gibt die Taste Z. Wenn ich das einschalte, also das dann dauerhaft an, dann sehe ich, was so fallen gelassen wird und kann mir das dann auch gleich angucken. So. Meine Runen. Die ich, vielleicht sollte ich die euch gleich noch mal zeigen. Gehe gleich noch mal ins Inventar. Ja, ich nehme den erstmal auf. So, ich gehe noch mal ins Inventar. Es ist deswegen sehr Diablo-like, weil man die Waffen tatsächlich mit Runen ausrüsten kann. Ich kann die auch rausmachen. Das ist jetzt zum Beispiel Lavaschlag, den ich da drin habe. Hier auf der anderen Seite habe ich den Doppelschlag drin. Auch den kann ich rausmachen. Die leveln automatisch mit. Das heißt, der hat zwei grüne, der hat einen roten. Okay, habe ich noch einen Platz für einen roten? Dann würde ich den nämlich rausnehmen, den da reinmachen und die da reinmachen und dann den später wahrscheinlich verkaufen. Ja, also man hat Gegenstände können. Wie ich es bisher gesehen habe, es mag sein, dass es gegen später mehr gibt, bis zu drei dieser Slots haben. Das heißt, zwei sind auf jeden Fall besser als einer. Wobei auch hier, ihr seht ja, es gibt grüne, es gibt blaue, es gibt grüne, es gibt rote und es gibt blaue. Und man kann die Farbe tatsächlich ändern. Zufälligerweise habe ich gerade eine Färbungssphäre gefunden. Man kann die Farbe tatsächlich dieser Slots ändern und man kann auf Rüstungen, die noch nicht drei haben, tatsächlich auch noch Slots draufbauen. Das heißt also, wenn ihr ein tolles Rüstungsteil findet, das aber jetzt dummerweise bloß ein Slot hat, heißt das nicht, dass ihr das gleich wegschmeißen oder verkaufen müsst, denn da gibt es auch tatsächlich dann noch die Möglichkeit, das aufzuleveln. So. Und das Spiel ist deswegen sehr Diablo-like, weil man natürlich sehr, sehr viel Grind hat. Das muss man vielleicht vorneweg sagen. Man muss also eigentlich wirklich alles einsammeln. Und sammle gleich hier auf. So, das Schöne ist, wenn der Loot liegen bleibt, man sieht sofort, das Ding hat zum Beispiel Rot und Grün. Und muss es dann gegebenenfalls nicht mehr aufsammeln. Ich sage auch gleich, warum muss es dann gegebenenfalls nicht mehr aufsammeln. Gegen später hat man wirklich so, also der Taschenplatz, ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, ihn zu vergrößern. Der Taschenplatz ist tatsächlich echt ein echtes Problem. Wow. Das ist echt eine Horde. Der Taschenplatz ist tatsächlich ein echtes Problem und also viel fallen lassen die nicht, aber viel Schaden machen die schon, ne? Der Taschenplatz ist ein echtes Problem. Ich habe noch keine Lösung gefunden, wie man da mehr bekommt. Wahrscheinlich kann man das irgendwie. Wahrscheinlich kann man das irgendwie noch vergrößern. Ich habe noch keine Ahnung, wie. Ja. Das Schöne ist,
aufgrund des Skillsbaums, ach so, ihr habt es ja gesehen, hier die Chance auf Bluten, Rune ist jetzt tatsächlich gelevelt worden. Das heißt, ich klicke hier drauf und sie ist eine Stufe höher. Am Anfang nimmt man tatsächlich alles mit, weswegen ich jetzt auch hier alles mitnehmen werde mit diesem Charakter, einfach weil ich natürlich noch nicht toll ausgerüstet bin mit dem. Später im Spiel, das kann ich euch schon verraten, und das ist, meine Rangerin ist jetzt tatsächlich noch nicht sehr weit, aber es ist wirklich so, da lasse ich weiße Sachen schon liegen und sogar auch die blauen mittlerweile. Einfach weil es tatsächlich echt nicht genug Platz im Inventar gibt. Ja. Also, es gibt auch magische Gegenstände. Ich habe, glaube ich, bisher noch nichts. Die haben dann halt eine andere Farbe. Also, das seht ihr jetzt hier. Das ist so ein Grau-Weiß. Es gibt dann eben noch Blau, Grün und, ja, ich weiß nicht, gar nicht. Gelb, glaube ich, auch noch. Und irgend so eine Art Orange, was super selten ist. Und ja. Die Gegenstände haben zudem natürlich auch noch Level. Das heißt also, ich kann sie nicht mit jedem Level gleich sofort benutzen. Es ist eben, und das ist halt das, was ich schon sagte, es ist halt sehr, sehr Diablo-mäßig. Und man findet jetzt nicht unbedingt immer das, was man auch wirklich als Charakter braucht. Das heißt, ihr habt es ja gesehen, ich finde dann irgendwelche Bögen und wer weiß was. Ich bin gerade wieder ein Level gestiegen. Werde jetzt aber trotzdem erstmal hier noch ein bisschen weiterlaufen. Die Portalrolle ist, ja, wie in Diablo. Ich kann es einfach gar nicht anders sagen. Also die Jungs, die dieses Spiel gebaut haben, haben auch wirklich Diablo gespielt. Damit kommt man eben in die Stadt. Da kommt man in die Stadt und hat ein Portal frei, mit dem man wieder zurückkommt. Ja, hier ist einer der Wegpunkte. Ihr seht ihn hier oben schon, dieses blaue Kringelchen. Mit dem komme ich eben auch in die Stadt. Jetzt seht ihr das auch. Hier kann ich von hier nach hier reisen. Und kann erstmal, kann ich immer wieder nur darauf aufmerksam machen, gebt eure Passwörter niemals weiter. Ja. Jetzt bin ich zurück in der Stadt. Jetzt kann ich erstmal schauen, was ich so gefunden habe. Und es ist wirklich nichts dabei, was irgendwie spannend wäre. Mal abgesehen vielleicht von der Portalrolle. Also, das heißt, verkaufen. Und dafür gibt es dann Identifikationsrollen oder eben Schnipsel für Identifikationsrollen. Und das ist auch die Währung im Spiel. So. Hier habe ich noch ein paar Schnipsel. Ich weiß nicht, ob das schon wieder eine neue Rolle gibt. Ja, gibt es. Die Identifikationsrollen braucht man tatsächlich, um Gegenstände zu identifizieren. Ich bin gerade mir nicht sicher. Die sind zum Beispiel nicht identifiziert. Ihr seht, die sind schon ein bisschen höherwertigere Gegenstände. Das sind diese blauen magischen Dinger. Die braucht man, um tatsächlich diese Gegenstände erstmal zu identifizieren, und danach kann man sie dann auch sinnvoll benutzen. Aber ich meine, da ist der Charakter einfach noch zu weit weg. Nichtsdestotrotz habe ich ja noch einen Fertigkeitspunkt und den gebe ich jetzt aus. Das muss ich mir natürlich schon die ersten Gedanken machen, wo will ich eigentlich hin? Mehr Schaden machen oder tatsächlich erstmal noch ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit und Treffergenauigkeit erhöhen? Noch mehr Schaden machen. Ich mache erstmal mehr Schaden. So, ja, und dann geht es wieder zurück über den Wegpunkt. Kommt man dann tatsächlich hier hin und kann direkt da hinreisen und hat dann nicht irgendwelche Dinge zu tun. Diese Markierungen hier, diese Bücher, das ist ein bisschen Geschichte. Ja. Er liest es in Englisch vor, aber hier oben steht es in Deutsch. Das heißt also, für jeden, der irgendwie ein Problem mit der Sprache hat, der kann das dann auch tatsächlich hier rübergehen. Übergang in die nächste Gegend.
Wie ihr seht, hier ist ein Übergang, hier ist ein Übergang. Es gibt also noch diesen Übergang. Und den sieht man auch über U, nicht M wie Map. M wie Map ist dann der Shop. U ist die Karte, ja, da muss man sich dran gewöhnen. Und hier ist, seht ihr auch diese beiden Übergänge. Also wir befinden uns ja hier und es geht einmal nach da, das ist, war dieser Übergang, und es geht einmal nach da, das war dieser Übergang. Und wir haben ja den dritten Übergang, da wo wir hergekommen sind, aus Löwenauges Wacht. Ja, das ist Path of Exile. Mehr will ich jetzt erstmal gar nicht tun in diesem ersten Video. Ich werde dann ein zweites, drittes, viertes Video aufnehmen und ihr könnt dann noch ein bisschen weiterschauen, wie sich mein Duelland weiterentwickelt. Ich werde ihn also mit euch gemeinsam entwickeln. Von daher werdet ihr da hoffentlich viel Spaß dran haben. Schreibt mir die Kommentare, ob ihr Path of Exile kennt, ob ihr das schon gespielt habt, was ihr gut, was ihr schlecht dran findet. Ich finde, also, dass die wenige Erfahrung, die ich bisher mit dem Spiel habe, wie schon gesagt, ich habe meine Rangerin jetzt auch noch nicht lange gespielt, ein paar Stunden. Die Erfahrung, die ich habe, es ist kein Pay-to-Win, trotz Mikrotransaktionen, was ich ziemlich gut finde. Also man kommt, glaube ich, durch, ohne dass man tatsächlich bezahlen muss. Und das finde ich ganz schön, was aber nicht bedeutet, dass man es nicht trotzdem tun kann. A, wenn man es möchte, ein Spiel zu unterstützen mit Geld, denn die Entwickler wollen auch von was leben, ist irgendwie, finde ich, selbstverständlich. Und das tue ich auch, wenn ich es gut finde. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch das Thema, man kann sich halt auch schöne Dinge kaufen. Ja, bis dahin, euer Kubaner. Ciao.